Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Matchmaking von Cisco. Hallo. Das hat sich gerade irgendwie komisch angehört, egal. B-Rush. Ein Klärchen, Leute, der Keller ist halt einfach auch frozen. Tobi. The fuck? Freebie. Spray and pray. Hä? Wäre nicht gerade einer uns? What the fuck? Fuck. Das ist eigentlich ziemlich dämlich von... nice, hier ein Luckshot gemacht. Das Problem ist, was ich mit der Glock habe, ist, ich habe keine Lust mehr präzise mit der zu schießen, weil die einfach überhaupt keinen Schaden macht. Da laufe ich lieber durch und probiere da so viel anzusprayen, wie es geht, um dann halt auf sowas zu hoffen. Weil die Waffe macht so wenig Schaden, selbst mit Headshots, das ist unglaublich. Nice! Oh, ich hab sogar MVP bekommen. Ah, nehme ich die mal. Nice! Fängt ja schon mal besser an als beim letzten Mal, oder? genau. Und dann SMGs wieder. Wieso steht bei... Wieso? Egal. Oh, nicht stehen bleiben. Ah, vor allem so wie ich stand, nicht so gut. Ne, letzte Folge. Ja, war ich halt ein bisschen salty, aber muss man auch ganz ehrlich mal sagen. Es fuckt so sehr ab mit den Smurfs. Also, es ist halt einfach jedes Game einer. Und ich meine, gut, manchmal hat man Glück und man trifft auf so einen Smurf, wie jetzt mein Smurf-Account. Wo der einfach, wo sein Skill-Level einfach auf dem genau gleichen Level ist, wie der Smurf eingerankt ist. Also, wo man dann halt sagen kann, okay, es ist eigentlich scheißegal, ob der jetzt ein Smurf ist oder nicht. Er spielt sowieso auf dem Niveau und in der Runde hat er sowieso gesackt. Also, ja, wow, hat ihm den Smurf einen Scheißdreck gebracht, wir haben ja trotzdem gewonnen. Da sage ich ja nichts. Aber der bei Nuke, das war ja nicht mehr normal, der wieder abgegangen ist. Und vor allem, wie scheiße einfach seine Mates waren. Die konnten gar nichts und der hat einfach 60 Kills gemacht. Ich meine, das ist schon nicht mehr lustig. Und da glaube ich, müsste man es eigentlich auch verstehen können, wenn man da ein bisschen salty ist. Aber, naja. Anscheinend nicht, was so die Dislikes anging. Hate ist diese Folge bisher. Aber so salty war ich bisher noch nicht. In der Aufnahme. Egal wie schlecht ich war. Naja. Die Runde übrigens kein Gegner. Alter, welcher Vollhorst hat die geworfen, ey? Ohne Scheiß. Alter, es sind drei Leute, Leute. Die haben irgendwie long erwartet, würde ich mal sagen. One shot. Wieso haben die eigentlich keine Waffen? Nice, okay, zum Blenden ist zu spät. Ah, die AK. Ich hasse dieses Spiel, ich habe fünfmal E gedrückt, ey. Und dann kriege ich sogar noch in den Shop mit E, aber mit der AK gebe ich natürlich nicht auf. So ein Bullshit, ey. Dann behalte ich die nochmal. Ist zwar nichts, weil doch eigentlich finde ich den MP7 ziemlich nice. Die ziehe ich manchmal sogar der AK vor, einfach nur weil ich mit der AK manchmal nichts treffe. Keiner B. Plante doch, Junge. LOL. Der ist ein Orb. Double Doors. 3, 1 window, 2 doors. Sat behind the boxes. Nein, ich hasse dich, Mann. Lol, ich hab einen Nate-Kill nach dem Tod gemacht. Kass. Lol,
wie beide keine Muni mehr haben. Der andere diffused schon lange. Oder auch nicht. Alter, ey. Mann, ich kotze das an. Ich schau 5 Minuten dahin, ja? Dann werfe ich die Granate und genau dann kommt der Mann. Es ist immer das Gleiche, ohne Witz. Es regt mich so auf. Ich meine, das ist einfach nur schlechtes Timing. Und es ist aber immer so, wirklich. Ich schau da 5 Minuten hin, es kommt keiner. Und plötzlich denkt er sich, jetzt hat er die Granate in der Hand. Jetzt pushe ich raus. So ein Bullshit einfach nur. Wir haben schon genug Geld, oder? Regt mich das auf. One CT. One bit. Push beat beat. Ohne Witz, ich denke die ganze Zeit, dass der echte Frozen ist. Beziehungsweise ein Kumpel von mir, der Frozen heißt. Und das, bei dem das O mit einem ganz normalen O geschrieben wird und nicht CT. Ja, das haben wir wohl mitbekommen, dass der CT ist. Snipe. Be safe. Oh, was haben wir da schon? Das wollte er sich gerade holen. Oh, der hat eine Arme. Ich will kein Damage. Oh, 2 Damage bekommen. Ich bin immer noch der Meinung, dass Sticker eine Waffe eher verunstalten. Außer es ist wirklich ein hässlicher Skin, wo du nichts verunstalten kannst. Aber ich meine, jetzt bei solchen Skins finde ich ehrlich gesagt schon. Ja, doch, irgendwie schon. Weil ich meine, es ist das Hauptfeld, was du siehst, ist das. Und das ist jetzt komplett voll mit Stickern. Also keine Ahnung, ich bin da der Meinung, dass das nicht so geil ist. Vor allem wie teuer diese Teamsticker einfach sind. Oder diese Cups sind. Und da musst du noch einen Key dafür kaufen. Das ist eine Frechheit. Ne? Scheißegal, ob die Spieler dafür Geld bekommen. Die bekommen so schon genug Geld. Den musst du nicht noch Sticker kaufen, damit die noch mehr Geld bekommen. Es wird ja irgendwie so hingestellt, dass wenn du die Sticker nicht kaufst, dass dann Mörder und Verbrecher bist, weil die dann ihre Familie nicht ernähren können. Aber wenn du noch niemand Sticker kaufen würde, würden die immer noch 10.000 Euro im Monat bekommen. Allein schon, wenn sie 250.000 bei so einem Event bekommen. Also das kriegt natürlich nicht jeder. Irgendwie ist mit dem Planten hat mein Team nicht so ganz drauf. Wir sind 100 Jahre on-spot und nach 50 Jahren denkt er sich dann mal, jo, vielleicht könnte ich mal planten, ne? Weiß jetzt ja nicht. Würden wir die Runde safe gewinnen? So gewinnen wir sie nur vielleicht. Ja, irgendwann schaltet er sich dann mal zu planten. Toll. Der wurde von einem Teammate angefragt. Angefraggelt. Ja, läuft doch mal gut. 7-1. Endlich bin ich mal nicht mehr so scheiße in der Aufnahme. Wobei ich weiß gar nicht, in der vorletzten Aufnahme, die ist schon so lange her, dass ich gar nicht mehr weiß, ich weiß nicht mal mehr, welche Map wir da gezockt haben. Ich glaube, das war sogar die Office-Folge. Da war ich. Ja, ich glaube, da ging es sogar. Da war ich zwar letzter, aber ich glaube, da war ich von Punkten her noch relativ nah dran. Also nicht so abgeschottet wie auf Nuke. Oh, der hat einen Headshot bekommen. Heilige Scheiße. Taking my AVP. One AVP long. Oh, das ist nicht so gut. Das höre ich ungern. Plant for shot. Man, muss der Kerl mir so auf die Pelle rücken? Er schaut short, long schaut niemand, weil er eine Habe ist. Ja, aber nee, hier ist nicht gut. Ah, das ist...
Oh Mann. Ja, der Kerl hätte nicht sterben dürfen. Dann hätten die nur noch eine Arme gehabt und die wird der wäre safe nicht alleine gekommen. Und ich musste jetzt vorrushen. Sonst hätte er defused und dann hätten wir auch verloren. Naja. Aber eigentlich haben wir genug Kohle, wir haben so viele Runden gewonnen. Er ist schon wieder so ein Team, das keine Calls macht. Und ich meine, ich könnte auch Calls machen, aber ich bin halt schlecht in sowas. Boys! Ach, ich dachte die Awe wäre long. Just rush the orb on A. LOL! Er ist ja allein. Oh, ich dachte gerade, wir sind noch zu dritt und. Oh. LOL. Das war jetzt irgendwie fail. Ich dachte gerade echt, wir sind. Also nicht, dass wir die Cities sind, aber dass wir noch zu dritt sind. Das war. Ach, das war jetzt gerade übelst gefällt. Aber ich dachte halt gerade, hier in der Karte Schwuchtel, dass wir zu dritt sind und der letzte von denen ist eine Awe Onspot. Ich denke mir jetzt so, Alter, das ist eine Awe, geht einfach zu dritt auf den drauf, kann er nichts machen. Und ja, dann ist mir irgendwann aufgefallen, dass das irgendwie nicht unsere drei Leute sind, die da noch rumlaufen, sondern irgendwie die Gegner. Vielleicht eine volle Kanne reingehen. Da bin ich einfach weitergelaufen, hätte ich gar keinen Damage bekommen. Oh, wieder super. Och nö, fick dich, AWP-Spieler. Nee, der war ein Fehler. Da auch. Nein! Oh Mann, ach war Mann! Ich hasse dieses Spiel. Das ist doch scheiße. Weißt du, machst du 3 Frag, 3 Frags und verlierst du die Runde trotzdem. Vor allem mit der AK, ich bin so mittelmäßig beschlecht mit der AK und. Ja. Na Leute, die haben alle gekauft, what the fuck. Ich dachte, wir machen eigentlich Eco, weil keiner kaufen könnte, also großartig. Oder außer 2 halt. Na, die haben jetzt auch nur Pistols, wow. Mit Rüstung gekauft. Heilige Scheiße. Ja, was willst du denn machen, Mann? Die lassen sich halt alle drei wegholen, ohne irgendwas zu machen. Und dann rushen die Gegner halt einfach. Hatte ich schon lange nicht mehr, dass ich mal einer der Guten im Team bin, der seinen anderen Teammates flamen kann, weil er gut ist. Oder besser. Zumindest von den Stats her. Ah fuck, jetzt habe ich wieder gekauft, ohne dass es... Ja, ich habe die ja genug für Endless. Übrigens habe ich keinen Drop bekommen, das habe ich vorhin noch in keinem Video gesagt. Ja, ich habe keinen einzigen Drop bekommen, ich habe alle Matches mit 2 Accounts geschaut. Also ich muss echt sagen, dass die auf jeden Fall die Höhe der Packs erhöhen müssen. Also wie viele gedroppt werden.
Weil, ganz ehrlich, das sind pro Match, wie gesagt, 20.000, die da teilweise gedroppt werden und schauen halt 1 Million Leute zu. Ich meine, das ist halt echt nicht nice. Und vor allem, es gibt halt echt solche Leute, die schauen zu, schauen sich ein Match an, kriegen 2 Packages und haben sonst gar nicht geguckt. Und du schaust alles an mit 2 Accounts und kriegst nichts. Ich meine, gut, ist mit 2 Accounts, das ist wieder so eine Sache, ob es fair ist. Ich meine, ich habe jetzt keinen Gegner gesehen, die Runde. Das ist wieder so eine Sache wegen der Fairness, aber ganz ehrlich, ja, ich habe nichts bekommen, mit keinem Account, von daher braucht man darüber nicht mal diskutieren, weil es einfach nur scheiße ist. Da muss ich echt mal sagen, das ist nicht so gut. Ich verstehe es doch nicht, weil ich meine, die Packages, die kosten die ja nicht mal was. Und bei der Seltenheit der Dragon Lore, ich meine, es gibt ja Leute, die öffnen auf YouTube 20, 30 Packages und kriegen nicht mal einen Blue, die kriegen nur Grace. Ja, geben 800 Euro aus, kriegen nur Grace. Ja, ey, da jetzt kauft der Swag 7 Lower Cutters. Don't. Jetzt kaufen, das ist eine schwule Scheiße. Ich bin natürlich der Erste, der durch sowas stirbt. Oh, der wird so low einfach nur. Ich meine, das mache ich auch manchmal, aber das ist... Das regt es auf, von so einer scheiß Shotgun One-Shot zu sterben. Vielleicht schlimmer als von der Awe, weil Awe brauchst du wenigstens ein bisschen Skill, um zu treffen. Bei der Shotgun ist einfach toxic direkt vor den Gegnern und... Boom. Da. Damit, wenn ich so weitermache, bin ich nicht mehr lange Zweiter. Wobei, gut, die Runde, da konnte ich echt nichts machen. Ich konnte nicht wissen, dass der da mit so einer Schwuchtelwaffe hockt. Oder hinläuft, besser gesagt. Naja. Wo gehen wir hin? Flashback. Hat der gerade B clear gesagt? B clear, bitte. Ich dachte, B ist clear. Jetzt ist es clear. Welcher Spasti hat das gecallt, ey? Wir waren 3 Gegner auf B. B clear. Heilige Scheiße, man, also das regt auch auf falsche Calls. Alter, da fällt mir ja... Ich habe vorhin eine Runde auf Cobblestone gespielt, ne? Und da war einer... Der hat einfach die ganze Zeit gesagt, immer wenn er einen Gegner angeschossen hat, 10 HP, 10 HP. Ne, da mache ich dem einen 79 und der hat halt auch wieder vorher 10, der hat wieder eine Swag 7. Also er sagt halt so, 10 HP, 10 HP. Dann gehe ich so hin, baller dem 3er K-Schutz rein, mache 79 und ich so, he didn't have 10 HP. Und er so, now he has 10 HP. So ein Spasti, Alter. Das regt so auf, weil ich habe mir halt gedacht, okay, wenn er echt 10 hat, rush ich den kurz. Dann pumpe ich dem 3 Schüsse rein und der stirbt, dann bin ich dem Mörder so, what the fuck? Und das hat er wirklich die ganze Zeit gesagt. Ich glaube, das hat er in... Also wir haben irgendwie 16-10 oder so verloren. Das hat er bestimmt in mindestens 20 Runden gesagt. Ich glaube, in jeder Runde außer den Pistolrunden. Hat er das gesagt. Crazy. Okay. Soll ich saven? Nein, ich habe genug Kohle. Erstmal mein geiles Knife sehen lassen. Oh, der hat auch gesessen, ne? Der Schwuchtel, ey. Der dachte, wo ich safe im T-Spawn. Flashback.
God damn it, eh. Dann geh mal. Egal. Ich hab's auf jeden Fall noch teuer gemacht für sie, wenn ich noch zwei Leute gehe. Wobei, die haben eine IQ gemacht, von daher. Ich könnte dich droppen, ja. Blue... Oh, nee, warte, was... Egal. Oh, genau 100 Kills mittlerweile auf der AK. Wobei ich gestehen muss, ich habe sie vorhin kurz in einem Deathmatch gezockt, 30 Kills oder so. Ja, ich habe mir jetzt so gedacht, er sieht so low aus, wenn da immer nur 30 draus sind. Beim Matchmaking hast du es ja maximal eine Hälfte. Und ihr kennt mich ja, ich bin jetzt nicht so der krasse AK-Spieler, also wenn ich mal Kills mache, dann jede Runde vielleicht einen. Und da geht das mit dem Stat-Track sehr, sehr langsam voran. Oh nein. Ach, come on. Ey, das ist doch... Was ist das für eine kleine Schwuchtel, Alter, Junge? Was hast du für kleine Mini-Eier, Junge? Das ist echt so unglaublich. Und erstens sind es Deutsche und die haben in der Aufwärmphase so mega hart gepusht. So, oh, wir haben die dicksten Eier auf der Welt. So, oh, wir sind schon wieder CTO. Warum können wir nicht mal so sein? Oh, das, ja. Nice. Die Frage, wo liegt die Bombe, ne? Schießt! Was macht der? Oh, nice. Ich dachte schon, der schießt echt nicht auf den, wo defused, ey. Wrecked. Aber er hat es anscheinend beim ersten Mal noch nicht gescheit hinbekommen. Thanks. Ja, das war echt... It was pretty good, man. Also von dem Würnef, das war echt not bad. Sah aber am Anfang ziemlich schlecht aus. Where we go? I go mit. Okay. Dann, ja, geh ich mal ab, würde ich sagen. Gehst du long, dude? Ne. Maybe. Yes, B. Kurz warten. Immer kurz warten. Warum? Warten. Weil sie sind noch nirgendwo auf der Map. Es könnte immer noch sein, dass sie noch was anderes machen. Okay. Nice. Ich glaube, da kommen wir hier zu spät an. Aber Lower Cut, das ist noch einer. Oh, da kann ich mir jetzt an dieser Schwuchtel rächen, ey. 1v. Oh. Was ist zum Teufel? Ja! Oh ich... Nee. Moment. Mm-mm. B-Side. Das ist doch, Mann. Das ist doch nicht normal, ey. Was ist das denn für ein Hurensohn, ey? Alter, ohne Scheiß. Der jumpt da rum wie so ein scheiß Mega-Troll-Affe und kippt mir im Sprung einen Triple-Headshot. Ist das sein Ernst? Wie? Er hat sich im Kreis gedreht. Das war vollkommen random, wie der mich getroffen hat. Das ist so unglaublich. Ich mache ihn wieder 80, ey. Let's get this over with. Oh, der Sold ist zurück, ey. Heilige Scheiße, Mann. Wenn ich sowas mache, du pff. Ich treffe einen Scheißdreck. Der kann direkt vor mir stehen. Ich treffe einen Scheiß. Der jumpt da rum, dreht sich viermal im Kreis. Ja, genau. Schon klar, ey. Dieses Spiel ist so scheiße, ey. Ohne Witz, was sowas angeht, ist das Spiel so ein Dreck. Du short. Der dreht sich einfach mal im Kreis in der Luft. Jo, die Hitbox ist doch nicht verkleinert. Nein, der gibt da Headshots, genau. Auf jeden Fall. Nice. Unglaublich, ey. Das ist echt unglaublich. Safe. Kneif. Nein. Mach's nicht. Oh, okay.
Oh nice, das war dieser schwule Tippmeister. Verdient, Alter, verdient. Was macht der Kerl? Ich glaube, der will im Mittel jetzt noch einen Frack holen. Oder auch nicht. Ja, cross by. Maybe drop me. Maybe drop me. Hättest du ja vorher keine SSG kaufen sollen, ne? Der Kerl ist übrigens deutsch, aber keine Ahnung, irgendwie, der redet überhaupt nicht so, als wäre er deutsch. Normalerweise hört man das übelst, wenn einer deutsch ist. Long Flash. Also so wirklich übelst hört man das. Fuck, one short. One mid. Das Battle gehe ich nicht an mit meiner P90. Och nö. Du Schuss. Ah, da habe ich ihm mitgegeben. Aber kein Headshot. Oh, der müsste ich eigentlich nochmal getroffen haben, oder? Da habe ich nochmal getroffen. Und dann, und da ist der Header. Hat er aber kassiert jetzt, ne? Den letzten pushe ich mit der P90. Ich hab nämlich gerade den Rücken zugedreht. Bastard. So. Da haben wir das bisschen kleine Pfützchen, das ich bei mir skillen, wiedergefunden. Jetzt müssen wir das Game nur noch gewinnen. Ich meine, dass die da gesagt haben, bei der ESL einmal bei irgendeinem Game, dass du als T immer mindestens 10 Runden holen willst. Okay. Von daher weiß ich jetzt nicht, fuck, dass so gut ist. Weil wir hatten jetzt nur 9, ne? One lower. SSG im Pit. Soll eigentlich an die Wand fliegen. Der macht's halt schon wieder. Der hat's schon wieder gemacht. Lol. Er ist CT-Spawn gewesen, einer. Also, ist halt durchgerusht. Onspot, Onspot, Onspot. Der hat einen P90 im Pit, ist das sein Ernst? Und der hat einen SSG. Stay alive, stay alive. Oh, ja, das hätte ich mir jetzt nicht getraut mit der SSG auf die Distanz. Take AK! Hätte die jetzt nicht geholt, der Junge, Junge. Wer nimmt die jetzt? Ah, der anscheinend, weil er das sein Geld ausgegeben hat. Nehme ich, was nehme ich? Ich nehme eine Formos und eine Pogranaten. Grenades! Aber ich finde die Hälfte von den Sachen, die dabei... Also ein paar Matches habe ich mir tatsächlich angeschaut. Aber auch nur die interessanten, also das Semifinal und Final. Vor allem World is Pro gegen Fnatic fand ich ganz lustig. Da fand ich es ganz interessant, was die so gesagt haben, aber die Hälfte davon kannst du halt einfach mal nicht... Mal ansatzweise, zumindest nicht bei meiner Elo auf... Oh lol, schaut das einer von uns an. Oh, die haben alle Deagles. Ist das real? Nein. Was? Good job. Lol. Das war... Oh, man, crazy. Das war aber ziemlich schlecht von mir. Also einen hätte ich mindestens killen müssen. Aber die haben mich etwas überrascht. Someone beat me short. Okay. Let's go, people.
Übrigens meine neue P250. Und da muss ich mal dazu sagen, es gibt sau viele P250, die da hinten schwarz sind und vorne diese Supernova drauf haben, ja. Aber ich finde persönlich, dass es so am Trigger übelst nice aussieht. Ja, es gibt sicherlich auch noch welche, wo hinten... What? Prefire die auf Short oder was? Hinten auch die Supernova drauf sind, genauso auch auf dem Mittelteil, also wo halt alles Supernova ist oder halt sehr viel drauf ist. Aber im Billigbereich habe ich jetzt auf jeden Fall keine gefunden. Also 1 Euro, also die hat überhaupt nicht mehr gekostet als die normalen. Also als die anderen. Und... Und ja, ich finde persönlich, dass es so übelst nice aussieht, weil so, wenn du drauf schaust, siehst du immer die Supernova und ansonsten musst du es ja inspekten, um den Skin wirklich zu sehen. Und ja, deswegen finde ich den Skin so nice. From down double doors. Where? Oh! Ich will sie zwar nicht, aber eine Arbe zu saven ist immer nice. Allein schon, damit sie die Gegner nicht mehr haben. Aggressiv Short gehen hier. Da. Jetzt habe ich zum Beispiel Schiss. Ah, ich habe keine. Oh, die ist schlecht geflogen. Ein Molotow jetzt in Katas zu werfen, weil genau dann kommt wieder noch eine Short-Ecke gerusht. Ne? Das ist immer so. Und dein Zimmer. Green, boost me. Boost me, please. Thanks. Oh, die haben eine Arme, what the fuck? Hä? Haben die nicht gerade eine Runde verloren? One is waiting on long. With the bomb going middle or B. Ja, genau. Der hat mir nicht mal einen Headshot gemacht, what the fuck? Einfach jeden scheiß Schuss getroffen. Der Fuckerino. Lol. Achso, ne, die ist nicht für mich. Oh. War auch schon. Tja, das war jetzt ein bisschen fail. Ich kam genau angeflogen, als meine Waffe schon gekauft war. Ah, der. Ja, wahrscheinlich. Ja, Lower Cut das SSG. Ohne Witze. Aber gut, bei der Scheißposition sieht ja auch nur mein Head. Und wenn er da nicht mein Head trifft, ist er auch ziemlich scheiße. Aber ja, es ist trotzdem scheiße. BHB. Ohne Witz, was frage ich mich immer, wie kann das ein Headshot sein? Ohne Witz, der haut aber schon ein paar krasse Shots raus, ne? Weil das vorhin war, glaube ich, der Tim Meister. Aber trotzdem, das ist ein bisschen crazy. Also ein paar sicke Plays machen die schon, aber ich glaube ja, dass das übelstes Luck ist. Aber wenn sie sowas öfter machen, was macht der denn? Rush him doch. Rush him, he is SSG. Tunnel. Oh,
Raider. Kill the man. What the fuck? Fuck off. Alter. Da muss man aber sagen, das war schon ziemlich schlecht vom Grün. Wieso bin ich eigentlich Vorletzter? Was ist denn hier bitte los? Ich meine, ich hätte es wahrscheinlich auch verkackt, aber... Ja, ich weiß nicht, ob ich es auch verkackt hätte. Aber denkt sich jetzt, wenn man so zuschaut, oh, wie kann man da so ein Noob sein? Wenn man es dann selber macht, verkackt man es auch. Immer dasselbe. Immer nur flamen kann er, ne? Der Deutsche. Immer nur flamen. Man muss auch sagen, die meisten Deutschen sind auch übelst die Arschlöcher im Matchmaking. Vor allem die Premates, so wie bei den Gegnern. Sind wahrscheinlich die ganze Zeit übelst unfreundlich im Teamchat. Lol. Da wurde mir mal der Kill geklaut. Hey, willst du die Arbe? Ich will sie nämlich eigentlich nicht. Ist lang. Fuck. Upper mid. One long. Just one. Ja! Alter, der weiß halt genau, wo ich stehe, ohne Scheiße. Langsam ist es aber schon ein bisschen krass. Ja, langsam wird's schon ein bisschen heftig hier. Der übertreibt's ein bisschen gerade, der Navin Spacko. Eco, maybe? One? Ja, I'm Eco. Yep. Ja, kauft euch alle. This is our day. Ich frag mich halt, wie man ein Spiel gewinnen will, wenn man jede Runde Force-Buy macht. Ich meine, wenn man es mal macht, ist ja okay, aber doch nicht jede Runde. Ich meine, du gewinnst ja gar nicht mehr. Hm. Okay. Ich nehm's zurück. White Short. Das ist auch Flash und Long. They tried to rush B, but Orange had it covered. Okay, steht schon zweiter Punkt, nicht noch ein dritter. One dead. Ja, komm, die pushen. Just one. Wahrscheinlich. Still one, T. Sich echt einfach in T-Spawn reinstellen, diese Faggots. Ist eigentlich ziemlich dumm von uns zu rushen. Na gut, die rushen sie jetzt noch nicht. Ja, ist halt jetzt die Frage, wo die hingehen, ne? Ist eigentlich egal, weil so oder so wird es wahrscheinlich verkacken, weil sie sind zu dritt und auf A und B jeweils nur einer. Oder A und Cutters. Nicht so gut. Long, I think. Behind you. Lol. Dass er die nicht... Verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht, was der da gemacht hat. Also die hab sogar ich gehört, ja, und ich meine, ich wurde schon zweimal während der Aufnahme gemessert, also... Please. Bit weird pre-fire, but alright. Nein, geh doch nicht dahin, die haben doch eine Arve. Save doch einfach die AK. Hui. Es gibt immer so ein paar Leute, die wollen es immer drauf ankommen lassen. Ne? Die wollen einfach nicht einfach nur sich in der Ecke hocken und die Waffe saven. Die wollen immer noch irgendwas probieren. Ich meine, manchmal okay. Wenn sich jetzt denkt, ich habe eh genug Kohle. Naja, ich kann mal mit einem Messer zu einer Schießerei und das gleiche. So, kurzer Kurt. Meine neue M41S. Ja, keine Ahnung, irgendwie... Jetzt doch wieder mehr auf dem M41 Trip. Also die habe ich schon seit ich CSGO spiele, fragt euch das nicht wegen den Stickern. Weil ich sagen muss, das ist halt die Default, also das ist der ganz normale Ding und da habe ich jetzt Sticker drauf geballert. Ich meine, das ist nicht ein verunstalteter Skin, weil die Waffe hat keinen Skin. Allerdings halt Cloud9 Fnatic Sticker sind jetzt nicht wirklich meine Favorite Teams. Also ich habe überhaupt kein Favorite Team, aber ich weiß gar nicht mehr, wo habe ich die bekommen. Bin ich ganz sicher.
glaube, ich habe die einfach nur gekauft, weil sie so billig waren. Das halte ich für das Wahrscheinlichste. Weil ich habe safe keine Sticker-Kapseln geöffnet, das könnte euch sicher sein. Weil am Anfang habe ich das Spiel überhaupt kein Geld ausgegeben. Da ich nie teurere Skins als 10 Cent besessen. Ich hasse dieses Spiel. Und der andere oben ist auch gestorben. Hm. Lower Cutter still, the bomb. Oh, das ist bitter. Er war voll drauf, ey. Nice. Bomb ist down, middle. Nice. Okay, jetzt muss ich mich mal ein bisschen anstrengen, weil dritter, zweiter zu werden ist durchaus noch möglich. Muss nur ein paar Frags machen. Leider ist der Bombe planten, jetzt ist der City nicht mehr drin. Das muss ich sagen, das gefällt mir ein Terrorist schon sehr. Bombe planten. Ja, es gibt halt Gratispunkte, ne? Und ich meine, theoretisch ist dein Stat ja vollkommen egal zum Upranken und zum Downranken genauso. Du kannst auch Downranken, wenn du gute Stats... Naja gut, wahrscheinlich eher unwahrscheinlicher, wenn du gute Stats hast, bist du meistens auch öfter mal MVP. Aber ja, ihr wisst, was ich meine. Also ich meine, direkt mit dem Uprank haben die Stats jetzt an sich eigentlich wenig zu tun. Es geht ja nur um MVP und gewonnene Runden. Von daher ist das dann nicht so wichtig. Aber ich meine, man fühlt sich besser, wenn man Zweiter ist statt Letzter. Oder ich bin jetzt gerade nicht Letzter, aber Vorletzter. Ich meine halt weiter unten. Oben, als unten steht. Das dachte ich gerade, er hat den mit der Nate gekillt. Er hat doch irgendjemanden mit der Nate gekillt, aber nicht zu dem. Er ist ja wieder echte Frozen, der klaut mir auch immer die Kills. One A-Side. Oh no, don't rush, don't rush. Wieso hat eigentlich jeder eine SSG in dem Kack-Game? Hier liegen drei Stück rum und der andere dort auch noch eine. Das regt langsam ultra auf. Don't peek, scout when you got an SMG here. Yeah. Stay hidden. Yeah, immer schön die Skins unter die Nase reiben. So muss das sein. Komm mit. Don't challenge, don't challenge. Stay alive. Fuck's sake. Run, he's got 22 seconds to plant. Run, he's got 22 seconds to plant. The bomb's there, he's not doing it. Go on, fast. Go away, go away. Fast go. Yeah, go, go, go. You don't need to kill him. Was? What? Lol. Ist wie. Nein! Ist der Hurensohn. Es ist noch eine SSG, Alter. What the fuck, ey? Einfach jeder eine SSG in der Runde gehabt. Ich hab keinen Diffuse-Skill, also. Nein! Ich hab sogar viermal getroffen. Was? Echt viermal getroffen und 45 gemacht. Ach, warum ist Orange doch wieder gestorben? Das ist doch scheiße. I'm going to spend. Ja, P250 kaufe ich. Let's get this done. Ja, oder ich kaufe Rüstung, ganz ehrlich. Und vor allem, ich hätte keine andere Waffe aufheben können, weil jeder eine SSG hatte. Wirklich jeder. Das ist unglaublich gewesen, die Runde. Ich hätte mir gerne eine M4 oder so aufgehoben, aber es hatte keiner einen. Das war das Problem an der Runde. Und ich meine, ich habe dem sogar mit der P90 einen Headshot gegeben. Ich bin mir sogar fast sicher, dass der erste Schuss ein Headshot war, den ich ihm gegeben habe. Es wundert mich echt, dass ich dem 45 in 4 gemacht habe. Das kommt mir schon ziemlich crazy vor. Ich kann mir irgendwie gar nicht vorstellen. Weil mit P90 eigentlich schon ganz gut Damage macht und so weit war der jetzt nicht weg. Ich meine, Cast Double Doors, die Distanz ist jetzt von der SMG jetzt eigentlich nicht wirklich unüberwindbar. Finde ich. Oder? Ist die Distanz groß? Eigentlich nicht. Fuck. Ach du einige Scheiße. Fuck. Aua. Oh Mann. Oh, genau. Nice Echo. Nice Echo.
Echt? Wer reportet ihr denn jetzt echt? Er hat mir doch gerade überhaupt keinen Headshot gegeben, oder? Meine nicht. Naja, holen wir uns MP9 oder P90? MP9. Nicht P90, OMP. Fuck, take AWP, take AWP. Alright. Die sind übrigens saugeil aus dem Täuschendart. So. Er steht halt 14-14, das ist so ärgerlich, wenn wir die Runde jetzt verlieren. Okay, wir haben sie verloren. 5 gegen 2. Alter, wie er es einfach weiß. Wie der geprefired hat. Ja genau, 7 Sledged. Jetzt übertreiben sie aber schon. What the fuck, Alter. Jetzt geht's ein bisschen los hier. Ich meine, klar, Short steht fast immer ein, aber... Ich prefire in letzter Zeit auch immer, aber nur in so Ecken halt. Wenn du so eine, wenn du keine Ahnung hast, wo die Gegner sind, prefirest du halt in die Ecken. Aber ich meine, ich stand da jetzt gerade nicht in der Ecke, der hat einfach geschossen. Das sah schon so aus, als wüsste er, wo ich bin. Komm schon, Boys, please win this round. Ich bin gerade in der Losing Streak übrigens. Ich habe jetzt 4 Spiele am Stück verloren wieder. Einige davon zwar ziemlich close, aber trotzdem nicht so gut, wenn ich jetzt nochmal verliere. Long. Soll ich probieren? Go long. Ja, das war so klar, ey. Das war so klar, ist dann rein. Och nö, och warum tut ihr mir das an? Ja komm, ich geh jetzt voll retard. Der ist über mir. Oh nee. Ja, komm, dann gibt er mir wieder einen Headshot, ey. Also, ich bin mir jetzt nicht so sicher, ob die wir nicht wirklich anhaben. Oder wenn sie nicht anhaben, sind sie schon ziemlich krasse scheiß Smurfer wieder. Es sind ja eigentlich wieder Smurfer, ja? Schaut euch das an. Oder zumindest der eine. Ist der auch? Ja. Ach, komm, ey. Ja, ist doch so, ey. Fuckt mich so ab, ey. Jede Runde gegen Smurfer zocken, das macht halt echt keinen Bock mehr langsam. Und dann ist er auch noch MG2, was ist denn das? Was ist das? Einfach nur Bullshit, ey. Wenigstens nicht deranked worden. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.